Sechster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter, Fünfter gegen Erster, die Topspiele der zweiten Fußball-Bundesliga jetzt bei den Wettfreunden. Fünfter Spieltag der zweiten Bundesliga und die Wettfreunde sind dabei. Großartig, dass ihr auch dabei seid. Ja, und der Jan ist ja sowieso dabei. Ja, schön, Olli, dass du es auch in die zweitklassige Veranstaltung hier geschafft hast. Ja, selbstverständlich. Ja, Jan ist natürlich erstklassig. Ja, der Jan Regensburg, ganz beeindruckende Bilanz. Ja, 4 Siege, das hätte man so vorher nicht vermutet. Spitzenreiter. Generell widmen wir uns in der heutigen Veranstaltung den ungeschlagenen Mannschaften. 5 an der Zahl insgesamt kommen in den 4 Paarungen vor. Ja, das hat zur unschönen Folge, dass wir Scheinriesen wie den HSV oder Werder Bremen ausklammern müssen. Schalke ist immer als Zaungast dabei. Ja. Aber wir starten mit einem Freitagsspiel, auch 2 ungeschlagener Mannschaften. Etwas überraschend, Nürnberg empfängt den KSC. Ja, beide Mannschaften mit einem 0:0 am Wochenende. Nürnberg 0:0 gegen Ingolstadt und Karlsruhe mit dem 0:0 gegen Bremen. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, ganz richtig getippt. Ne? Ja, der Sechste empfängt den Vierten. Ne? Das ist natürlich zwar ein alter Bundesliga-Klassiker auch, aber wie so viele Mannschaften finden sich auch Nürnberg und Karlsruhe in der zweiten Bundesliga wieder, woran sich vielleicht Hamburg und Bremen und Schalke schon mal dran gewöhnen können. Müssen wir sehen, ob die nochmal hochkommen, aber in die aktuelle Veranstaltung bei uns haben sie es noch nicht reingeschafft. Aber ja, Nürnberg, Karlsruhe, wie geht's aus? Ja, Wettanbieter haben eine leichte Tendenz zum Club. Der Heimvorteil macht sich hier bemerkbar. Eine 2,4 gibt es für einen Heimsieg. Unentschieden 3,25. Auswärtssieg des KSC eine 3,1. Tja, beide sind ja nicht nur ungeschlagen, sondern beide haben vor allen Dingen verdammt stabile Abwehrreihen. Ja, in 3 der 4 Spielen haben sie jeweils die 0 gehalten. Und ja, gerne haben sie dann eben auch 0:0 gespielt. Insgesamt jeweils schon 2-mal, beide am letzten Spieltag. Und gerade der KSC scheint sich da jetzt so einzugruben. Ja, das war ja erst sehr enttäuschend eigentlich gegen Sandhausen. Ja, jetzt das 0:0 gegen Bremen. Da hatten sich vielleicht auch mehr versprochen gegen kriselnde Grün-Weiße. Aber ja, dann haben sie ja doch in der zweiten Halbzeit eine beträchtliche Zeit in Unterzahl verbracht. Dann war es sicherlich in Ordnung. Ja, da wären sie dann auch nicht böse gewesen sein. Aber ja, man hat eben auch gesehen, dass eben die Offensive sehr darunter leidet, dass eben beide Mannschaften erstmal den Schwerpunkt darauf setzen, eben hinten die 0 zu halten. Ja, gerade bei Nürnberg ist das ja ein großes Saisonziel. Das sah ja im letzten Jahr in der Abwehr nicht so gut aus. Mit einmal läuft es ja erst 2 Gegentore nach 4 Spielen, KSC sogar erst 1. Das schreit nach einer Partie mit wenigen Toren, ja. Unter 2,5 Tore, eine 1,95. Sehr attraktiv, finde ich, wenn man sich anschaut, wie das bisher lief. Ja, und dass nicht beide Mannschaften treffen, kann ich mir hier noch mehr vorstellen. Das gäbe eine 2,2. Tja, und wenn ich mir das schon so anschaue, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es eben ein Unentschieden gibt. Das wäre dann vielleicht wieder ein 0:0. Ja, ein passendes Resultat. Die 3,25 würde ich mal probieren. Ist wahrscheinlich, aber ja, ich bin da mal ein bisschen mutig. Ich denke, Karlsruhe wird sich sein zweites Gegentürchen fangen und Nürnberg gewinnt ganz knapp 1:0. Ja, das wäre ein Traumstart für den Club, ja, der Bundesliga-Hoffnung wecken würde. Ja. Ja, die Bundesliga-Hoffnungen des FC Schalke haben ja einen großen Dämpfer erhalten. Trotzdem sind sie jetzt im Topspiel gefragt am Samstagabend und empfangen ja mit der Fortuna aus Düsseldorf einen anderen altgedienten Bundesligisten. Stimmt, ja. Schalke ist mit der 1:4 Niederlage in Regensburg endgültig in der zweiten Liga aller Zeiten angekommen. Und ja, Fortuna Düsseldorf hat es tatsächlich geschafft, nicht beim Tabellenletzten in Kiel zu gewinnen. Oder ist rangiert im Moment auf Rang 11, Schalke auf Rang 13, ja. Ja, Fortuna hat sicherlich zu wenig gemacht aus dem Saisonstart, muss man sagen. Ja, die haben ja eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Ja, Kiel hatten sie eigentlich spielerisch ganz gut im Griff, waren die überlegene Mannschaft über eigentlich fast die gesamte Partie, hatten mehr Chancen. Ja, am Ende haben sie dann trotzdem noch zittern müssen, dass sie wenigstens den einen Punkt noch holen. Ja, und so war das schon mehrfach. Ja, auch davor die 0:2 Niederlage in Nürnberg, da waren sie auch nicht die schlechtere Mannschaft. Und das anfängliche Unentschieden gegen Sandhausen, das ist halt, sie schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus. Bei Schalke weiß man gar nicht, wie da jetzt wirklich, wie es um die Möglichkeiten gestellt ist. Ja, der Trend ist auf jeden Fall nicht gut. Ja, haben ja auch erst ein Spiel gewonnen. Das 3:0 beim damaligen Allesverlierer Kiel. Ja, zu Hause sehr mau bisher.
ja, gegen HSV haben sie ja gleich zum Auftakt verloren, dann ein sehr enttäuschendes Unentschieden gegen Aue. Ja, und jetzt dieses 1:4 gegen Regensburg oder in Regensburg, das hat ja wirklich den Vogel abgeschossen. Tja. Ja, trotzdem leichte Favoritenstellung mit 2,3, Unentschieden 3,7, Auswärtsquote für Düsseldorf 3,0. Ja, ich kann da jetzt nicht sagen, dass Schalke, dass die jetzt die Partie nutzen wird, um sich da zu rehabilitieren. Und naja, Düsseldorf hat ja schon Kiel rehabilitiert. Ich rechne da mit einem Unentschieden. Ja, ich traue jetzt keiner Mannschaft zu, da wirklich das Spiel jetzt so konsequent in die richtige Richtung zu drehen. Und es wird ein Unentschieden, mit dem beide Mannschaften in der Partie auch zufrieden sein werden. Ja, ich rechne vor allen Dingen mit einem sehr torreichen Match, ja, was vor allen Dingen an den jeweiligen Abwehrreihen liegt. Ja, bei Schalke geht es eigentlich nahtlos weiter wie in der Bundesliga, ja, als ihnen die Bälle nur so um die Ohren flogen. Unter anderem wegen der eklatanten Schwäche nach Standardsituation. Ja, gegen Regensburg haben sich ja tatsächlich schon wieder 3 Tore nach runden Bällen eingefangen. Das scheint jetzt einfach nicht zu funktionieren. Ja, und obwohl ja viele neue Spieler geholt wurden, ist es ja irgendwie so, dass sich diese Verlierermentalität scheinbar trotzdem noch eingebrannt hat. Die kriegen sie nicht so leicht raus. Ja, Düsseldorf ist ja hinten auch nicht sattelfest, wie sich jetzt ja immer wieder gezeigt hat gegen Kiel, in Nürnberg, gegen Bremen. Ja, also über 3,5 Tore, schöne Quote von 2,7, könnte ich mir hier vorstellen. Ja, und wenn sich das gleichmäßig verteilt, würde es ein Unentschieden geben. Ja? Ja. Hatte ich ja letzte Woche schon versucht, im Topspiel damals ja zwischen Rostock und Dresden auf ein Unentschieden im Stile von 2:2 zu tippen, war am Ende nicht ganz so weit weg. Ja? Also hätte sich Rostock verdient gehabt, dann hat Dresden das 3:1 gemacht, so läuft es manchmal. Ich probiere es wieder, ja, torreiches Unentschieden. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. St. Pauli gegen Regensburg, unsere nächste Partie. St. Pauli, der klammheimliche Aufstiegsaspirant, rangiert auf Rang 5 und hat 3:1 gegen Paderborn verloren, ja. Und Regensburg ungeschlagen an der Tabellenspitze, 4:1 gegen Schalke 04 gewonnen, ja. Die Domspatzen pfeifen schon von den Dächern. Da könnte vielleicht was gehen für Regensburg in dieser Saison. Hm? Sehen wir nach Augsburg bald Regensburg auch in der Bundesliga oder werden da die Hanseaten etwas dagegen haben. Naja, auf jeden Fall ein totaler Traumstart natürlich von Jan, der so wahrscheinlich wirklich von niemandem vorausgeahnt wurde. Ja, also jetzt ja im absoluten Rausch jetzt Schalke überfahren. Und, ja, das gab es bisher in der Geschichte der zweiten Liga überhaupt erst einmal, dass eine Mannschaft so mit einem entsprechenden Torverhältnis, 12:1 Tore haben sie, glaube ich, und 4 Siege gestartet sind. Von mehreren Jahrzehnten war das der VfB Stuttgart. Der ist damals aber am Ende auf Platz 11 eingelaufen. Hm. Ja, das heißt, dass eben die Bundesliga jetzt noch nicht safe ist für den Jan, ja, ganz im Gegenteil. Und bei St. Pauli, wenn man sich anguckt, wer da so oben steht, dann finde ich gar nicht, dass sie so ein klammheimlicher Aufstiegskandidat sind, sondern die können das richtig offensiv vertreten, ja, weil die Konkurrenten, die da mitwirken, die sollten sie, vor denen müssen sie sich auf jeden Fall nicht verstecken, so auch nicht vor dem Jan, ja. Leichte Favoritenstellung, deswegen auch eine 2,4, gibt es einen Heimsieg, unentschieden 3,3, Auswärtsquote Regensburg 3,15 und diese Quotenverteilung ist auch mehr als berechtigt. Ja, auswärts hat ja St. Pauli durchaus noch Nachholbedarf. Erst das Unentschieden in Aue, hatten sich sicher mehr von versprochen, jetzt das 1:3 in Paderborn. Natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Ziereis schon in der 6. Minute vom Platz geflogen ist. Ja, natürlich sehr unglücklich. Danach haben sie eigentlich noch ein richtig gutes Spiel gemacht für diese Verhältnisse. Ja, und wären fast sogar noch ein zweites Mal in Führung gegangen, hätten fast noch mal ausgeglichen. Aber ja, das war dann einfach nicht mehr zu stemmen irgendwann. Ja, aber ja, zu Hause könnte doch da jetzt wieder was gehen. Denke ich auch, ja. Ich rechne da mit einem Sieg von St. Pauli und dann ist der Höhenflug der Domspatzen erstmal beendet. Ja, und ich rechne nicht nur einfach mit einem Sieg, sondern mit einem torreichen Sieg. Ja, zu Hause am Millerntor, da ja, drehen sie richtig auf, wie auch diese Saison zeigt. 3:0 gegen Kiel, 3:2 gegen HSV. Fallen jetzt wieder mindestens 3 St. Pauli-Treffer, gibt es eine Quote von 4,15. Das wäre hier auf jeden Fall mein Versuch. Ja, und dass das dann auf dem Heimsieg hinausläuft, sollte eigentlich fast selbsterklärend sein. St. Pauli sollte das machen und die Heim, ja, sein Heimnimbus wahren. Ja, denke ich auch. Dresden gegen Paderborn, also letzte Partie, das absolute Spitzenspiel, der zweite gegen den dritten. Ja, Dresden 3:1 in Rostock gewonnen, ja, das hätte ich so nicht gedacht. Und ja, Paderborn auch 3:1 gegen St. Pauli. Gut, da kam noch wieder was dazwischen mit Platzverweisen. Aber ja, also Paderborn, Pauli geschlagen, Bremen geschlagen, nicht ganz so unrecht da oben auf Platz 3, oder? Haben sie denn jetzt auch eine Chance in Dresden? Tja, kürzlich haben sie sich ja schon im Pokal duelliert, ja, damals mit dem knapp besseren Ende für Dresden. 2:1 haben sie gewonnen in der ersten Runde, ja, und
irgendwie, ja, so vom Gefühl her drückt das jetzt auch das jetzige Kräfteverhältnis wieder aus. Auch von den Wettanbietern kann man noch nicht mal sagen. Ausgeglichene Quoten sogar. 2,7 für einen Heimsieg, 2,7 für einen Auswärtssieg, unentschieden 3,2. Liegt sicherlich daran, dass Paderborn jetzt eben besser in Schwung gekommen ist. Ja, sind ja mit 0:0 gegen Heidenheim gestartet, dann 2:2 Nürnberg. Aber ja, dann das 4:1 in Bremen, das war natürlich eine Initialzündung. Davon haben sie sicherlich auch trotz aller anderen günstigen Umstände noch gegen St. Pauli auch profitiert. Mhm. Ja, und die Dresdner haben zwar 3:1 in Rostock gewonnen, aber da eben nicht so einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ja, also das von mir erhoffte oder getippte Unentschieden mit vielen Toren, das wäre da sicherlich das gerechtere Resultat gewesen. Andererseits zeigt das ja auch, dass die Dynamos eigentlich viel mehr wie ein Aufstiegsanwärter als wie ein Aufsteiger spielen. Ja, dass sie eben so eine Spiele gewinnen, ja, dass ihnen da wenige Momente reichen, um da richtig starke Mannschaften auch in die Grenzen zu verweisen. Ja, insofern winkt da wieder ein sehr spannendes Spiel. Ja, aber so sehr, so gern ich auch Dresden mal wieder in der ersten Liga sehen würde, ich glaube doch, also als Aufsteiger werden sie da noch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Und zwar jetzt schon gegen Paderborn. Ich tippe auf einen Sieg der Westfalen. Ja. Ich sehe es andersrum. Ich nehme hier auch das Pokalduell als Schablone. Also ich denke, dass die Euphorie bei den Sachsen einen Tick größer ist. Der Heimvorteil ist da ja traditionell ein größerer Faktor als bei vielen anderen Vereinen. Ja. Und ja, die haben echt Leute, die kicken können. Okay, jetzt haben sie eben auch Verletzungspech, das sich jetzt nochmal verstärkt hat durch den Abwehrchef Knipping, der jetzt sich für die gesamte Saison wohl sogar verabschiedet hat oder jedenfalls für sehr lange Zeit. Das ist nicht so leicht zu kompensieren. Ich traue es ihnen trotzdem zu. Ja. Ich denke wieder, dass es so läuft. So vielleicht so ein 2:1 Dynamo gewinnt. Beide Treffen, bringt eine 4,4. Wäre auch hier nochmal eine schöne Quote. Ja, insofern versuchen wir am Sonntag richtig zuzuschlagen und hoffen, dass es dann wenigstens nicht unentschieden ausgeht. Ja, ansonsten würde es uns natürlich freuen, wenn ihr uns noch eure Empfehlungen mitteilt. Ja, also gerade bei diesen engen Spitzenspielen, wo wirklich alles möglich scheint, da können ja dann Nuancen entscheiden. Wenn ihr einen Wissensvorsprung habt, teilt ihn uns gerne mit. Wir verraten ihn auch nicht weiter. Ja, ansonsten folgt uns gerne und geht mit uns durch die nächste schwere Woche, wenn wir uns dann den DFB-Angstgegnern zuwenden. Geht ja gegen Liechtenstein, Armenien und Island alles. Keine kleinen Gegner mehr. Ja, gibt keine kleinen Gegner mehr. Schon gar nicht für die DFB-Elf. Wie könnte es enden? Ja, um ein bisschen Spaß zu haben, gucken wir uns auch schon mal an, was uns vielleicht in der Champions League erwartet. Ja, die kündigt sich jetzt doch so langsam an. Das wird ein spannender Herbst. Insofern haltet uns die Treue und genießt erstmal das Fußballwochenende. Ja, nächste Woche werdet ihr die Bundesliga schon wieder ganz schön vermissen.